Keine Ahnung, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir gehen einfach rein, das Spiel wird uns eh gleich voll labern. Ich liebe es von... Wenn mich ein Spiel voll labern dann, darf, dann Cloudpunk. Jetzt gucken, ob ich die Kategorie geändert habe. So. Ach genau, wir sollen ja nochmal... Oh, stimmt, ich erinnere mich. Wir haben uns mit einem Privatdetektiven getroffen. Der die ganze Zeit von sich selbst in der, ja quasi, aus der Sicht eines Noir-Privatdetektiven erzählt. Das ist ziemlich großartig. So, ich weiß jetzt nur nicht gerade, was wir vorhatten. So, wollte ich schon das Paket für Rutriff abgeben oder wollen wir Huxley abholen? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich vorhatte. Auf jeden Fall gibt es hier noch irgendwo eine Lochkarte oder irgendeinen Sammelgegenstand. Ah, hier. Ah ja, okay. Ich habe frühestens Mitte, Ende März gerechnet. Nee, das ist, so lange brauche ich dann doch nicht. So lange brauche ich dann zum Glück doch nicht. Also wenn ich so Sachen wie eine Warteliste hätte oder so, würde ich euch das immer kommunizieren. So, ich bin verwirrt. Ich habe jetzt auf jeden Fall was eingesammelt. Okay, wie ging das Spiel nochmal? Ich guck mal kurz auf die Karte. Also, wir müssen dorthin zurück. Hier gibt es aber auch nochmal was zum Sammeln, ne? Hier ist noch was. Wie kam ich denn da hin? Boah, das Spiel ist manchmal so verwirrend aufgebaut, ne? Diese Stadt. Ah, hier, der Aufzug. Laut. Das Spiel ist ja 10 von 10 laut. So. Es ist ja noch nicht fertig. Nee, ganz fertig ist es leider noch nicht, das stimmt. Es ist übrigens nur nicht fertig. Ah, den Grund kann ich nicht nennen. Scheiße. Es hat einen Grund, warum die Sachen für Lula noch nicht fertig sind und eigentlich schon längst hätten fertig sein können. So. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, wird das Wichtigste heute dann fertig. Und vieles, das meiste ist halt schon fertig. Das ist das Schöne dran. So. Aber es ist doch laut, Punk. Ja, da hast du auch wieder recht, Danos. So. Wie eingeschränkter Zugang. Aber es ist doch blau. Ah, ich kann doch hier durch. Geht doch. Noch eine Lochkarte für Evelyn. Was ist das hier? Ah. Vielleicht waren wir da auch schon. Ich glaube, das ist vom Anfang, ne? Ich glaube, wir hatten schon hier eine Questwahl. So, haben wir denn in dem Gebiet hier generell noch ein paar Lochkarten, wenn wir gerade schon mal dabei sind? Wenn ich gerade schon in der Mut bin. Hier wären noch vielleicht die ein oder andere Lochkarte, eventuell. Clearwater. Da können wir gucken, ob wir da mal hindüsen können. Ich glaube, wir können hier langlaufen, oder? Hallo, der kleine Bot. Hui. Ja. Tap, 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 tap. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich meine, ich weiß, wo mein Auto ist, aber... Wie komme ich da hin? Muss ich doch wieder mit dem Aufzug fahren? Hier ist noch ein Aufzug. Ah, oh, das ist diese Stadt, das ist ein Albtraum. Diese Stadt ist ein Albtraum. Komm runter. Hallo. Herr Aufzug, kommen Sie runter, komm bitte.
Dankeschön. Habt ihr das gesehen, dass da einer... Der saß da... Da saß einer drin? Da sitzt einer drunter? Soll das so? Oder ist der da runtergeglitscht? Ich glaube, der ist da runtergeglitscht. Steckt der in diesem Aufzug fest, der arme Kerl? Okay. Boah, ich erinnere mich noch an diese Anderson-Quest letztes Mal, wo ich nicht wusste, wofür ich mich da entscheide. Aber das ärgert mich immer noch richtig doll. Weil das eigentlich nicht meine Entscheidung war. Ich bloß einfach nur falsch verstanden habe, was ich da ausgewählt habe. Ich habe mein Auto gefunden. Yay. Da. So. Boah, das ist wie im Real Life. Erstmal 10 Minuten Auto suchen. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir müssen ja nach Clearwater. Nein, 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 nicht, nein, stopp, nicht wieder parken. Nein, ich habe A gedrückt. No. Also wieder zum Auto laufen. Ich habe den Menschen beim Finanzamt gefragt, wie lange das dauert mit dem SEPA. Weil ich muss ja meine Umsatzsteuervoranmeldung angeben. Ist das Umsatzsteuervoranmeldung? Oh, Doggo, wie wir das lassen. Of course. Do you think if I am a car for long enough, I will stop being a dog? Well, I guess that depends. Do you feel like a car now? No, I am a dog. No. Chemist. Well, whatever you feel like, that's what you are. But other people don't look at me and think, that is a cute dog. Well, let's be honest, you were never a cute dog. But now I'm not any kind of dog. Not to other people. Aww. They just see me as a Hova. Who cares what other people think? Look what happens when I try to bark. That's strange. I guess there's going to be some weirdness when we put a dog automata in a Hava automata slot. Am I still a dog if I don't bark? Well, I'm your best friend, and I think of you as a dog. Aww. Friend? If I'm a dog, am I not a pet? Aww. Look, Camus, what do you want to be? I feel like a dog. I was happier when I had the old body. What's a dog with no bark? Stop second-guessing yourself. You're being maudlin. Are you still a musician if you don't play music? Hey, now you're being mean. Oh, I didn't mean to. What's really bothering you? You didn't ask me if I wanted to be a dog or a Hova. Well, actually, you're right, Camus. Do you want to be either? Hmm. You don't even need to be my friend if you don't want to be. I feel sad. Aww. Look, a lot of stuff is fucked up in this world, Camus. I won't make you be my friend or force you to stay with me. You can go free. I just want to let you know something first. I am listening. I like you. You're a good friend. As a dog, car, fire hydrant, vacuum cleaner, whatever. I like you too. I want to be a dog and your friend. All right then, let's get back to work. The sooner we make some more deliveries, the sooner I can save money to get you a proper frame. Was the last job good? The Andersons? I don't know, Camus. Oh, das belastet mich. I've been thinking about automata and androids a lot. Sometimes it doesn't seem fair. Do you think it's fair? I am not really programmed to think about fairness. I can see why they would make you that way. People are programmed too, but not by programmers. By the world around them. Hello, Mo. That's very wise, Camus. I am not programmed to be wise. Well, you've gone beyond your programming then.
Is that a compliment? Maybe the highest compliment. Then I think you have gone beyond your programming too. Kluger Hund, ja. Okay, das ist jetzt faszinierend. Und hallo Mittagspause, wo? Na du. Are we supposed to take things from people on the street? Okay. You know we're not, so why do you ask? I was confused. No, you were being my conscience and annoying. Sorry, it's just a lot of money. We have to take some risks. Tell me about these Sons of Sanguine. I can search the undernet. Kommt das her auf einmal? Too risky. Just the regular nets. News articles and holovids. Cult stole my baby. Sons of Sanguine recruiting pop stars by blackmail. Sons of Sanguine high priest disowns rebellious daughter. A Sanguine monk who claimed to survive without food or drink was revealed to be a fraud, caught eating a 40-inch pizza. You see why I avoid the news? So das ist wie diese Lichtnahrungsleute. They say they are a legitimate religion. Of course they do. What is unerwartet, ja. A cult and a religion? The entrance fee. Let's just drop the package and get out of there fast. Das ist eine gute Antwort. Was ist der Unterschied zwischen Religion und Sekte? Der Eintrittspreis. Das ist gut. Und das ist fucking true. Das ist fucking true. Und das ist gar nicht mal unbedingt so finanzieller Eintrittspreis, sondern halt eben auch, glaube ich, was, was so das Vereinnahmen der eigenen, des eigenen Seins, glaube ich, mit zu tun hat. Ne? Sekten, die sind ja sehr, also manche Sekten sind ja wirklich finanziell, haben ja auch einen finanziellen Eintrittspreis quasi. Aber ich glaube, den Preis, den du vor allem bei einer Sekte bezahlst, ist halt einfach, dass du deine komplette Identität zum Teil ja aufgibst. Und deinen Charakter sich extrem verzerren kann dadurch. Und sich schon verzerrt, sobald du überhaupt, glaube ich, sobald du eintrittst, verzerrt sich dein Charakter schon so ein bisschen irgendwie. Ja, bezüglich das mit dem Hund gerade, ne? Wie cool diese Identitätskrise rübergebracht wird. Cute, ja. Man möchte den Doggo einfach nur knuddeln. Also das... Jetzt bin ich ein bisschen weniger verwirrt, warum Camus quasi ein Hund ist, beziehungsweise als Hund tickt. Weil da hatte ich noch gar nicht so richtig die Gelegenheit, drüber nachzudenken, beziehungsweise es wurde bisher noch nicht so aufgedröselt, dass er quasi eigentlich ein Hundeautomata ist, der einem Hover steckt. Eigentlich ist Camus also nicht unbedingt geeignet für einen Hover. Das Hover ist ja das Auto hier quasi. Und das Interessante dabei ist, dass Camus da überhaupt drüber nachdenkt. Also, die KI von Camus ist so weit, dass Camus darüber nachdenkt, was er eigentlich ist und was er sein möchte. Beziehungsweise ihm ist relativ klar, was er sein möchte, aber es wirkt so, schon so, als hätte er eben so eine, als wüsste er nicht, was sein Platz ist, so richtig. Er hätte ja gerne diesen Platz als Hundeautomata, aber er weiß nicht, was sein Platz ist, weil er quasi eigentlich nur eine scheiß Karre ist und durch die Gegend fährt. Und das finde ich so cool. Ich finde das ganze Ding so cool. Das heißt, Alter, wie cool das wäre, wenn wir wirklich das schaffen, genug Geld zu haben, um dann Camus wieder einen Hundekörper quasi zu geben. Wie cool das wäre. Sofern er das möchte, natürlich. Ich hoffe, Camus bekommt ein Happy End. Ja, alles andere ist mega. Hauptsache, Camus bekommt ein Happy End. Hallöchen, Ananas. Deshalb ist die Steuerung vom Hover so schwierig, weil man Hunde so schwer kontrollieren kann, ja. Weil Hunde meistens ja relativ gut hören.
Sounds like ich bin im falschen Körper, to me. Weil das Wording da, glaube ich, falsch ist, entschuldigt. Ja, es sind so eine, eher so ein, mir wurde, Chemis wurde etwas aufgezwungen. Also, sie musste Chemis ja verkaufen, soweit ich weiß. Sie musste ja seinen Hundekörper verkaufen. Und deswegen steckt er jetzt in dem Hover. Das heißt, Rania ist Chemis aber so wichtig. Nee, Chemis ist Rania so wichtig, dass sie aber seine Automata behalten hat und in dieses Auto reingesteckt hat. Aber da fühlt er fühlt sich halt da nicht zu Hause so richtig, glaube ich, zu 100%. So, er hatte im Grunde, deswegen passt es im übertragenen Sinne wieder so ein bisschen, Mo, auch klar, Wording hin oder her, ne? Aber im übertragenen Sinne passt es. Jemand anderes hat jetzt für ihn entschieden, in dem Falle Rania, also ich, habe entschieden, dass er jetzt erstmal halt in diesem, ja, dieses Dasein fristen muss quasi. Hoffentlich nur temporär. Hoffentlich können wir ihm einen neuen Hundekörper besorgen. Das wäre schön. Dann keine Ahnung. Wenn dieses Spiel mir das gibt, dann wäre ich sehr glücklich. Yay, ich habe meine Arme wieder. Herzlichen Glückwunsch, Ente. Genieß deine Arme für kurze Zeit. Warte mal, bevor wir mit dem Mann, mit dem Herrn hier reden, möchte ich ganz kurz gucken, was hier noch so rumliegt. Ich glaube, hier liegt noch eine Lochkarte. So. Was mir übrigens einfällt, wir haben ja schon wieder ein paar Videospiele und so gesammelt zwischendurch und Magazine. Die kann ich bestimmt bei irgendwelchen NPCs noch abgeben, vor allem dieses Videospiel. Ich müsste halt nur schauen, ob ich die Dame wiederfinde, die die alten Videospiele annimmt. Das weiß ich nämlich nicht, wo die sich aufhält. Ich habe nämlich alles vergessen. So ein bisschen, hat so leichte Piggly und Frederick Vibes, oder? kennt ihr noch dieses Robot Wars? Ich glaube, das lief auf RTL oder so früher. Wo die Leute irgendwie aus verschiedenen Ländern verschiedene Teams Roboter gebaut haben und die dann gegeneinander gekämpft haben. Das war geil. Das habe ich so gerne geguckt früher. Muss ich gerade so ein bisschen dran denken bei den Dingern. Ich werde jetzt frühstücken und dann dieses Arbeiten versuchen, von dem immer alle reden. Ja, das blüht mir nachher dann auch noch. Ah, eine Batterie. Sehr gut. Ich muss ja sagen, Sammelsachen sind immer nervig. Die lasse ich in anderen Spielen konsequent aus. Aber ich glaube, das Spiel belohnt einen sehr dafür, glaube ich, dass man diese Dinge sammelt. Und ich finde es noch an, auch wenn ich mich hier ständig verlaufe und mich manchmal drüber ärgere, finde ich es hier noch relativ angenehm, Dinge aufzusammeln. Das finde ich schon noch okay. Der Fischer. Beliebtes Magazin in Merrow. Hier steht, dass sie früher riesige, leuchtend grüne Fische in der Bucht gefangen haben, bevor Corpsec anfing, 1000 Limbs für eine Genehmigung zu verlangen. Fische? Es gibt Fische in diesem Ranzwasser? Okay, also da würde ich meinen Zeh nicht reinhalten, ehrlich gesagt. Bei sowas fällt mir immer ein, dass Neo aus Matrix eigentlich ein weiblicher Charakter in der Matrix sein sollte, der dann in einem weiblichen Körper in der materiellen Welt aufwacht. So eine Verfilmung heutzutage wäre mal interessant. Ja, mir fällt gerade was ein, was hier der Christbewohner mir mal erzählt hat. Müsste ich ihn nochmal fragen, was es war. Also in Matrix stecken sowieso, glaube ich, sehr, sehr viele Anspielungen auch bezüglich Transsein, soweit ich das mitbekommen habe. Ich muss aber zugeben, ich habe mich damit bisher noch nicht so intensiv beschäftigt. Dazu könnten Transpersonen wahrscheinlich sogar mehr sagen, die sich damit auch auseinandergesetzt haben selber schon. Aber da sollen wohl sehr, sehr viele Anspielungen drin sein. Genau, und was mir noch einfällt, ne, bezüglich was mein Christbewohner erzählt hat, gab wohl irgendeine, ich weiß nicht, ob das ein Film oder eine Serie war, und da ging es eben darum, dass, glaube ich,
der, ich glaube, eine Frau. Es geht auch um eine virtuelle Realität und in der bewegt sich eigentlich eine Frau. Also eine Frau spielt diesen Charakter, der in der virtuellen Realität ist, aber der Charakter in dieser Welt ist eigentlich ein Mann. Das heißt, im Grunde ist der Hauptdarsteller eigentlich wieder der Mann, obwohl sie eigentlich der Charakter ist. Und das ist so ein bisschen weird. Wie Chris Bewohner etabliert hat, love it. Ja, ich auch, ich auch. Deswegen sind die Fische wahrscheinlich groß und grün. Mhm. Ich muss ihn nochmal fragen, was das war. Und dann sag, erzähl, dann sag ich nochmal Bescheid. Weil da gibt's irgendwas in der Richtung. Ich glaube, irgendeine Frau wollte was investigativ recherchieren oder sowas und dann ist sie halt aber als männlicher Charakter in einem Spiel oder in irgendeiner virtuellen Realität unterwegs. Und ich glaube, das hing irgendwie auch, ich glaube, weshalb er mir das erzählt hat, ich glaube, lag das an der Auszeichnung, weil er dann, glaube ich, nachher die Auszeichnung dafür bekommen sollte oder nominiert wurde dafür, für die Rolle. Das ist ganz, ganz weird, muss ich nochmal fragen. Da muss ich nämlich gerade so ein bisschen dran denken. So. Da ist noch was zum Einsammeln. Wir können, glaube ich, da vorne lang gehen. Und dann reden wir gleich mit dem Herrn hier vorne. Wobei es was anderes ist, wenn es so rum passiert, als wenn du aus dem virtuellen Bild in der realen Welt anders bist, als du dachtest. Du meinst, dass du quasi, wenn, nehmen wir mal an, du bist ein virtueller Charakter und landest aber in der richtigen Welt und bist dann aber etwas anderes? Du meinst, dass es dann so gesehen andersrum für, nehmen wir mal an, ich bin eine KI und ich lande in eurer Welt, in einer realen Welt. Dann ist für mich der Kulturschock wahrscheinlich wirklich größer als für euch, wenn ihr bewusst in einer virtuellen Realität landet. Aber andererseits wäre ja für mich, meine Realität, ich wüsste ja nicht, dass es, gut, ihr würdet damit eher rechnen, dass es sich um eine virtuelle Realität handelt. Die Frage ist halt, ob man es weiß. Aber wenn mir bewusst ist, dass es noch eine andere Welt gibt, außer der virtuellen Realität, in der ich lebe, die ja meine Realität ist. Warte mal kurz. Es wird Zeit hierfür. Also, ich glaube, wenn ich mir jetzt nicht bewusst wäre, dass ich eigentlich eine KI einer virtuellen Realität wäre und ich komme in die echte Welt, dann wäre für mich der Kulturschock wahrscheinlich sehr groß. Anders als für euch, wenn ihr jetzt euch entscheidet oder irgendwie, keine Ahnung, meinetwegen auch Metaverse oder was weiß ich, in der virtuellen Realität kommt, dann wäre für euch aufgrund eurer Erfahrungswerte wahrscheinlich, weil es eben schon gewisse, weil man sich der Existenz von KIs und Co. bewusst ist und von VR und was weiß ich und virtuellen Welten generell, dann wäre es wahrscheinlich nicht so krass, wenn man dann jemand anderes ist. Macht das Sinn? Ich glaube, der Kulturschock ist wirklich andersrum krasser, wenn du eine KI bist, die dann aber in der realen Welt auftaucht. Da muss ich wieder an Die Welt am Draht denken. Kennt ihr den Film? Ein älterer aus den 70ern von Fassbender. Fassbinder? Fassbinder, glaube ich. Michael Fassbinder. Bei dem Film, ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten als Thema, das kann nämlich sein. Also, Welt am Draht hat verschiedene Ebenen. Da sind wir jetzt aber wieder bei der Simulationstheorie. Es wird kompliziert. Nehmt euch Zettel und Stift. Also, in Die Welt am Draht gibt es verschiedene Realitätsebenen. Beziehungsweise, du hast eine reale Welt und in der realen Welt haben die Leute eine Simulation erschaffen.
Und in dieser Simulation können sie sich bewegen. Also die können, der Wissenschaftler hinter dieser Simulation, der legt sich dann auf den Tisch, schließt sich an und kann sich dann innerhalb dieser virtuellen Welt bewegen. Innerhalb dieser Simulation bewegen. Das Ding ist, ihm begegnet eines Tages auf einmal jemand namens Einstein, der einfach an ihm vorbeirennt, völlig panisch. Und, also es ist nicht Albert Einstein, aber es ist die Person heißt Einstein. Der aber dann sagt, nee, das ist hier, ich bin hier noch nicht richtig. Und dann ist er halt auch schon wieder weg. Letztendlich, ich spoilere euch das ganze Ding jetzt einfach. Letztendlich ist es so, wir haben verschiedene Simulationsebenen. Der Wissenschaftler, von dem ich hier spreche, ist gar kein echter Mensch. Er ist selber Teil einer Simulation. Er ist eine KI. Und es gibt quasi, also es gibt einen Wissenschaftler. Es gibt also einen Wissenschaftler. Nehmen wir mal die unsere Welt, wie wir sie kennen, wahrnehmen, ist jetzt Ebene 1. Ist jetzt Ebene 1. Ne? Wir nennen es jetzt Ebene 1. Das ist unsere Welt. Dann darunter gibt es Ebene 2. Das ist die Simulation, die quasi unsere Welt erschaffen hat. Allerdings war diese Simulation schon so weiterentwickelt, dass sie eine weitere Simulation erschaffen hat. Und deswegen ist Einstein erst quasi aus Ebene 3 in Ebene 2 und wollte eigentlich in Ebene 1. Er wollte quasi ein echter Mensch sozusagen sein. Er wollte nicht einfach nur... Er hat erkannt, dass er Teil einer Simulation oder etwas Unechten ist und wollte eigentlich in Ebene 1, hat es aber nicht geschafft. Unser Wissenschaftler, die Hauptfigur in dem ganzen Film, der Film geht über 4 Stunden oder so, kann man sich echt mal geben. Er ist echt weird, aber das gehört zur Stimmung. Unser Wissenschaftler, unsere Hauptfigur, die wir begleiten, ist aus Ebene 2 eigentlich, denkt aber, sie sei in Ebene 1. Und er schafft es, irgendwann in Ebene 1 zu kommen, weil, das ist richtig wild, er hat eine Geliebte in Ebene 2 auch, die auch zu dieser Welt gehört. Und ich glaube, diese Geliebte gibt es auch in Ebene 1. Und in Ebene 1 gibt es ein Abbild von ihm selber, aber das Abbild von ihm ist ein Arschloch. Also sie sieht, es ist eine Person, die genauso aussieht wie er, aber der Typ ist ein Arschloch. Und sie schaffen es dann, oder irgendwie so kommt es dazu, dass der Typ stirbt. Und sie transferieren dann sein Bewusstsein, also das Bewusstsein des Wissenschaftlers aus Ebene 2, transferieren sie in Ebene 1 in diesen Körper rein. Und dadurch konnte er in Ebene 1 kommen. Boom! Großartiger Film. Wirklich gut. Lulan, danke schön für die 11 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Moment, ich rufe mal Metamark an. Das ist ein so, kleiner Exkurs dazu. Eventuell habe ich eine Facharbeit darüber geschrieben, über den Scheiß. Also Simulationstheorie finde ich sehr interessant, um es mal so zu sagen. So, warte mal, jetzt muss ich ja hier rein. Ah. Eine Simulation in der Simulation, genau, genau. Und wahrscheinlich gibt es halt noch weitere Simulationen darunter, die wurden aber nicht großartig benannt. Aber ne, wenn es schon 2 Simulationen gibt, dass es noch weitere Simulationen gibt, ist sehr groß. Und Hallöchen Deadbrain. Warum ist Einkauf immer so nervig und warum sind Angebote, die heute drin sind, schon immer um 10.30 Uhr komplett leer? Ich weiß es doch auch nicht. 4 Stunden, danach zweifelt man das alles so an, als so klingt das zumindest. Ja, du zweifelst danach, also wenn du diesen Film gesehen hast, zweifelst du daran, ob wir nicht eigentlich selber in einer Simulation leben. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Ja. Also ich bin geistig noch bei der Hund-KI, die im Taxi steckt. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Genau, weil wir schon damit vertraut sind und uns dafür entscheiden. Es wäre aber das Gleiche für beide Seiten, in die andere Welt gezwungen zu werden. Denn das Fühlen und Denken ist auf jeden Fall anders, je nach Welt, ja. Die Frage ist halt eben, wie das Vorwissen, ne? Ich glaube, das Vorwissen wäre da wichtig. Ob mir als KI dann bewusst ist, dass es noch
eine andere Welt gibt, die für mich dann vielleicht gefühlt eigentlich nicht echt ist. Ne? Wo ich dann denke, okay, das ist eigentlich eher eine Simulation. Und dann kann es sein, dass der Kulturschock erst kommt, dass quasi meine Welt eigentlich sozusagen nicht echt ist. Die Frage ist, warum ist, wenn ich ein fühlendes Wesen aus dieser virtuellen Realität bin und in diese Welt komme und in dieser Welt feststelle, meine Welt ist nicht echt, ist meine Welt dann nicht trotzdem eigentlich echt? Weil es ist ja meine Realität. Wie war der Name? Die Welt am Draht. Der Film aus den 70ern. Es gibt, glaube ich, noch einen anderen, ne? Der so heißt. Das hört sich jetzt so ähnlich an wie The Island, wo statt Simulationen einfach Klone genutzt werden und isolierte Lebensorte. Klingt auch interessant. Bin ehrlich, der kleine Exkurs in meinen Kopf wird weggeballert. Warum habe ich damit angefangen? Es ist Mittagspause, jetzt hätte mein Hirn ausruhen und nicht verknoten. Entschuldigung. Es tut mir leid. Das ist so, das machen Cyberpunk-Tee mit mir. Das passiert dann manchmal. Ich, ja. Deswegen finde ich so Thematiken wie Transhumanismus und Co. halt interessant. Das ist halt das Coole an Welt am Draht. Du hast halt nicht nur diesen Punkt mit der Simulation und wann ist ein Mensch eigentlich ein Mensch, sondern ich habe einen Punkt vergessen. Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Wir müssen jetzt mit dem alten Mann reden, ne? Und ich muss vorher hier noch rübergehen. Die Sache ist halt so, ist dieser Wissenschaftler, der jetzt in den Körper des anderen steckt, ist er jetzt der Wissenschaftler? Weil im Grunde ist er trotzdem nicht so wie der andere Wissenschaftler. Der halt ziemlich böse, also wäre halt ziemlich böse. Der war halt literally mies. Genau, was bedeutet echt? Solange eine Lebensrealität für jemanden real ist, sollte es doch eigentlich echt sein, ne? Ach genau, jetzt erinnere ich mich wieder an meinen Punkt. Also das bei Welt am Draht halt nicht nur den Punkt mit der Simulation, sondern halt eben auch diesen Transhumanismus, ne? Also die Frau hat es ja geschafft, ihn, die ja auch Wissenschaftlerin ist, die hat es ja geschafft, ihn in eine andere Welt zu in einen anderen Körper, also das Bewusstsein in einen anderen Körper zu stecken, sozusagen. Ein Bewusstsein zu transferieren, das ist ja im Grunde Transhumanismus. Bewusstsein zu speichern und dann zu transferieren. So, hier liegt noch was. Jetzt haben wir alles, jetzt können wir mit dem alten Herrn reden. Das sind die Lagerfeuergespräche, für die ich diese Streams liebe. Wenn man Realität darauf wir klingen halt wie so Kipper, ne? Wie so ein paar Kipper, die irgendwie. Ja, aber wenn das nicht echt ist, was wir als echt empfinden, ist es dann noch echt. Wenn man Realität darauf bezieht, dass nur das real ist, was man fühlt, dann gibt es pro Person eine individuelle Realität. Wenn man dann auch noch drüber nachdenkt, was passiert, wenn man das Gehirn quasi anders darstellt, gibt es noch viel mehr Realitäten. Der Begriff echt verliert also komplett seine Bedeutung, weil du nur aus einer übergeordneten Ebene feststellen könntest, ob es etwas echt ist. Ja, stimmt. Ja. Wir haben ein Problem. Wir wissen nicht mal, was echt ist, Chat. Ich laufe schon in die falsche Richtung. Darauf erstmal trinken, richtig. Ich trinke mal eben meinen Tee aus. Und trinke noch ein bisschen Wasser. Ich spontan hätte ich Bock auf Philosophie-Diskussion. Das ist halt immer mega interessant. Und solche Sachen, ich finde, kaum ein Genre bietet solche weiterführenden Diskussionen wie jetzt
Science-Fiction halt. Science-Fiction oder generell so Cyberpunk-Settings. Bei Cyberpunk 2077 war ich halt teilweise... Das hier ist ja nochmal eine andere Ebene. Ne? Das ist ja, hier sind die Menschen schon sehr weit, die Androidentechnik ist sehr weit. Bei Cyberpunk gab es ja nicht per se Androiden. Du hast ja da eher schon irgendwo Transhumanismus gehabt. Beziehungsweise die Leute haben ihr Bewusstsein halt irgendwie auch speichern können. Also schon irgendwo Transhumanismus, soweit waren sie dann halt schon. Was eigentlich erstaunlich ist, also eigentlich hätte Cyberpunk 2077 schon an anderen Stellen ein bisschen weiter sein müssen, von den Thematiken her, für das, was die dort schon drauf hatten. Deswegen hat mich das Spiel leider an manchen Stellen so ein bisschen enttäuscht. Es hatte halt so gute Ansätze, aber ich glaube, dadurch, dass die so wenig Zeit hatten für viele Sachen, die hätten da so viel geilen Shit reinbringen können, ne? Aber das sind Sachen, die macht Cloudpunk halt wett. Aber Cloudpunk kann sich da halt auch viel mehr Zeit für nehmen, muss man sagen, weil man da jetzt auch nicht so viel Tamtam hat. Mit Shooter-Kram und so weiter. Damit werden genug Menschen verwirrt. Zurück zu dir und deinem tollen Gameplay, Lizzie. Also, zurück ins Hauptstadtstudio. aber wenn es eine Simulation ist, macht es dann Sinn, dass wir uns selber zerstören oder ist das nur ein Zeichen dafür, dass das System sich einem Ende nähert und es überlastet ist? Die Sache ist, ich glaube, wir sollten eher... okay. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich diese Fahrarbeit geschrieben habe, ja? Zur Simulationstheorie. Aber in der Theorie... Es gibt eine Simulationstheorie. Wir reden hier von Theorie. Wir sollten lieber hoffen, nach dieser Simulationstheorie, die ein smarter Physiktheoretiker beziehungsweise theoretischer Physiker einmal sozusagen aufgestellt hat, sollten wir uns wünschen, in einer Simulation zu sein. Gerade weil wir sehr destruktiv sind. Cyberpunk 2077 war eher eine Vorstufe, in der das mit Transhumanismus erst so richtig im Stehen war. Man hat ja riesige Server und so gebraucht, um einen Menschen zu digitalisieren. Also der Abdruck ist klein, aber ein denkendes Wesen im Netz darstellen braucht sehr viel Platz. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Sonst hätten wir es ziemlich verbockt, ja. Ich krieg vieles von der Simulationstheorie auch selber nicht mehr zusammen. Das ist halt schon eine Weile her und das sind Sachen, die sind extrem kompliziert zum Teil. In der Theorie kann man sie gut selber nachlesen sonst. Das geht schon. Ist mega spannend. Es gibt halt verschiedene, ich glaube bis zu 3 oder 4 Szenarien, die möglich sind. Und dass wir in einer Simulation leben könnten, in diesen Szenarien. Quasi getreu dem Motto, es ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt noch da sind. Das ist halt. Aber ja, es würde, glaube ich, auch zu weit führen. So, Sutodore, guten Tag. Guten Tag, genau. I need to ask you something. Me? Oh, Untertitel? Yes. I see your swarthy skin tone. I assume you are from the Eastern Peninsula? Yes. Swarthy? Forgive me. I am often accused of using language no longer appropriate for the time. I can see why. I am Professor Dore. Dore. To my friends. Hello, Professor Dore. Professor Dore sieht aus wie so ein Biker. Please, if I could ask you just one question. I guess. Obwohl, der trägt eine Fliege. I am a historian, you see. I am reading widely on the history of your people. Aha. I would ask you something about your myths and legends. I'm not sure I can help you. Would you perhaps give me a ride to Midtown? We could talk on the way.
I'm not a taxi. Are you not going that way anyway? I see your hover is right there. Ich bin kein Taxi. Maybe. I still don't want to give you a ride. I would pay your fuel costs and a little extra for your time. Viel Erfolg, Mo. Fine, get in then. Ja, das ist halt insane, ey. Da gibt's halt so viel. Do you know the story of the great dreaming? Bei Physiktheorie geht's so fancy Kram. My grandmother would talk about it, I guess. It's a child story, more of a song, really. Ich weiß nicht mal, wo ich langfahren soll. The greatest truths are hidden in the most benign locations. Nursery rhymes, folk stories, children's games. They avoid the watchful eyes of the Era Sera. Oh, oh. I really have no idea what you're talking about. I'm just a delivery driver, and I guess a taxi driver now. The great dreaming. Oh. What do your people know of it? Like I said, just the song. Which goes? Der große Traum? I think it was like, what will become of the sleepers when they no longer dream of dreams? Something, something. I can't remember it very well. So I see. All right, well, glad I could help. Fahr schon in die falsche Richtung. I did not mean to be so dismissive. I will take note of these lyrics. Why? Every snippet of knowledge I can glean from before the Era Sera is helpful. The Eye did not examine your people as closely as it did mine. What is the Era Sera? Do you ever wonder why our history and origins are so confused, so fractured? Mm-hmm. Conway's Game of Life. Danke für den Chip. That's just how things are. By design. Whose? The Era Sera. You're going round in circles. Not circles. Cycles. That is the nature of man. Man? You know what I mean. Man and woman. And android. And the assistant things, what are they called? Automata, maybe. Automata. Yes, yes, whatever. My point is that the Era Sera comes round, and every time he or she cleans the slate. Okay. The Era Sera destroys all of our history. Smashes our fossils, burns our books. Er redet von irgendeiner Apokalypse, kann das sein? Our temples, defaces our statues, and kills our historians. You'd better hide then. Who would have thought being a historian was so hazardous? You mock me, young woman. I hear it in your voice. But this is. Was ist mit ihm? Warum müssen erste Hilfekästen und Auto eigentlich so schnell ablaufen? Cora would judge you for that kind of attitude. Wait, what do you know about Cora? Wieder Cora. The Era Sera is the ultimate enemy of the historian and as an extension, humanity as a whole. If we are unable to learn from the mistakes of our past, eventually we will make one so grievous, it will mean the end of us all. But the Era Sera is a hard foe to defeat. You see, it is not just one person. It is an idea. Can we get back to what you know about Cora? Yes, yes, in a moment. You see, the Era Sera is the idea that we should destroy our own history to protect our future. As long as the Era Sera exists as a concept, it will eventually come to pass. The Era Sera is an irreversible event
that will always be conceived, given enough time. And as such, it is inevitable. Worst of all, the more we directly confront Erasira, the stronger it becomes. Discussing the idea, as we are doing right now, only spreads it further. Well, maybe you shouldn't be talking about it with everyone who comes across your particular street corner. What you say has merit, but I believe we are close to the ascendance of a new life form, which will change everything. Meint ihr, es geht denn gut? We must gather whatever knowledge we can, while we can. Soon, it will be taken out of our hands. We are already too late. So, is the Erasira why no one can give me a straight answer about what Korra is? I believe so. Well, what can you tell me about Korra? Nothing. Oh, come on. You completely Ow. Wasted my time. I believe Erasira is imminent, and speaking about Korra will only hasten its inception. Great. Can you tell me anything helpful at all? A lesson from history? Sure. Do not fight a war on two fronts if you are a landlocked nation. Thanks. That's really good practical advice for a delivery driver. Or a taxi driver. Ich kann da, ach hier links kann ich durch.